Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Also irgendein Fluch oder so. So, mal schauen. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwas... Etwas verbirgt sich hier. Ich Kommst spüre du jetzt her? Seinen Hass. Dick und sauer. Vielleicht kann ich es rufen. Dieses grässliche Relikt stieg aus dem Boden empor. Ich muss reden. Ja, ich auch. Warum folgst du mir? Als ihr gingt, war ich gezwungen, euch zu folgen. Ich sah ein Bild von euch, als ihr diese Kammer betratet. Und ich wusste, dass ich hier bei euch sein musste. Doch dann erschien diese grässliche Lampe. Sie tauchte ganz unverschämt wie aus dem Nichts auf. Ich hasse dieses verdammte Ding. Warum hasst ihr diese Lampe? Der Sturm in meinem Kopf. Wisst ihr noch? Ich kann mich wegen all der Pfade, die einander überlagern, nicht konzentrieren. Ich glaube, diese verdammte Lampe wurde gegen mich eingesetzt, doch ich verstehe nicht, wie. Könntet ihr sie aufheben? Ich würde sie gern untersuchen, aber ich könnte es nicht ertragen, das grausige Ding zu halten. In Ordnung, ich hole die Lampe. War mir irgendwie schon hier. Klar, dass das mit Klarheit zusammenhängt. Ich spüre einen Pfad, der erkundet werden möchte. Strahlt bitte mit der Lampe hierher. Mache ich. Wenn sie funktionieren soll. Ach. Meine Kräfte verlassen mich hier. Ich folge euch, wenn ich kann. Okay. Aber so sieht sie auch ziemlich cool aus, wenn sie so am Leuchten ist. Torvesat. Sie kommen, um meine Fürstin einzusperren. Nein, Torvesat. Sie sind anders. Tretet heran, Pfadwandlerin, und sprecht mit mir. Okay, ich bin verwirrt. Ich erkenne diesen Ort. Sterbliche verehrten mich hier. Ja, aber das bist doch du. Ich bin jetzt komplett verwirrt. Eine sterbliche Pfadgängerin? Solche Kreaturen sind recht selten. Und ich sehe, euch begleitet eine meiner Reflexionen. Eine Itelia von einem anderen Pfad. Ihr tragt noch etwas anderes mit euch. Es fühlt sich an wie Hass. Sagt mir, warum seid ihr in meine Wirklichkeit gekommen? Die andere Itelia kann ihre Macht nicht beherrschen. Sie ist eine Bedrohung für meine Wirklichkeit. Diese Lampe führte uns hierher. Die Lampe der Klarheit. Ein Relikt, das man erschuf, um mich und meine Ungesehenen zu jagen. Sie birgt einen Funken ihrer Schöpferin Azura in sich. Das verleiht ihr ein winziges Maß eines eigenen Bewusstseins. Sie muss wissen, dass eure Itelia eine Bedrohung darstellt. Aber warum führt sie euch zu mir? Itelia bat um ein Getränk namens Waisentraum. Sie glaubt, es wird ihr helfen, Klarheit zu finden. Ah, Waisentraum ist der Name der Sterblichen für unsere Verbindung zu den vielen Pfaden. Sie manifestiert sich als ein Getränk. Doch dieses wird aus Zutaten gebraut, die von meiner ureigenen Essenz durchdrungen sind. Den Waisentraum zu trinken, wird meine Reflexion wieder mit den vielen Pfaden verbinden und ihre Macht stabilisieren. Woher bekomme ich die Zutaten? Sie blühen in meinem Schatten oder im Schatten anderer Itelias. Die Zutat jedes Pfads ist einzigartig. Hier findet ihr Tirumgras, doch der Rest wächst in anderen Wirklichkeiten. Nehmt euch, was ihr braucht, Pfadgängerin. Danach müsst ihr gehen, bevor die anderen Fürsten eintreffen. Was geht hier vor sich, Itelia? Das ist mein Ende, Pfadgängerin. Hermeus Mora hat mich zu einer Bedrohung der Wirklichkeit erklärt und kommt, um mich einzusperren. Ich bin das Kämpfen leid. Es ist auf allen Pfaden das Gleiche. Wenn dies mein Schicksal ist, dann sei es ebenso. Nehmt mein Tirumgras und geht mit meinem Segen. Warum hat sie eigentlich so abgebrochene Flügel hier teilweise? Das sieht irgendwie entweder nach einem harten Kampf aus oder dass sie so ein bisschen gebrochen wirken soll.
falls das überhaupt eine Symbolik ist, kann ich euch über die vielen Pfade bringen, befragen? Wie sonderbar. Eine Sterbliche, die über die vielen Pfade wandelt, ohne sie zu begreifen. Aus diesem Grund und weil ihr Umgang mit meiner Reflexion pflegt und die Lampe der Klarheit bei euch tragt, finde ich euch spannend. Wohlan denn. Stellt eure Fragen. Könnt ihr die vielen Pfade beschreiben? Nicht in irgendeiner Weise, die euer sterblicher Verstand begreifen könnte. Ich möchte euch nicht in den Wahnsinn treiben. Vielleicht hilft eine Analogie. Stellt euch einen Diamanten vor, der sich irgendwie um ein Spinnennetz gebildet hat. Miteinander verflochtene Linien innerhalb einer größeren, festen Form. Das sind die vielen Pfade. Gut, aber wie funktionieren sie? Möglichkeiten sind über die Aobis verstreut. Eine jede bestimmt durch eigene Entscheidungen mit einzigartigen Ausgängen, die zu neuen Wirklichkeiten führen. Die vielen Pfade sind das Netz, das sie alle zusammenhält. Manche können diese Verbindungen durchqueren, so wie ihr es hier getan habt. Und ihr kontrolliert die vielen Pfade? Kann ich sie kontrollieren? Nein. Doch ich habe die Macht, sie zu sehen. Ihren Fäden zu folgen und ihr Schicksal zu verändern. Das ist eines der Dinge, deretwegen Hermaeus Mora mich respektiert. Und der eine Umstand, den er am meisten fürchtet. Was ist sonderbar daran, dass jemand Sterbliches die vielen Pfade betritt? Der Geist der Sterblichen ist begrenzt. Absichtlich. Es könnte euch überwältigen, die vielen Pfade überhaupt zu begreifen. Und es sollte euch unmöglich sein, sie zu durchqueren. Selbst ich bringe das gerade so zustande. Ihr seid unter euresgleichen einzigartig. Daher auch der Titel, den ich euch gebe. Pfadgängerin. Darf ich das bei mir auch ausfüllen? Wie meint ihr das absichtlich? Sterbliche sind Diener, die Aufgaben vollbringen, um die Wirklichkeit zu bewahren. Jedes bestellte Feld, jedes geborene Kind oder jeder ausgetragene Krieg hält ihr Aorbis absichtlich stabil. Diese Tatsache wird den Sterblichen vorenthalten. Der Sklave sollte den Plan seines Meisters nicht verstehen, auf dass er ihn auch nicht vereiteln möge. Warum nanntet ihr die Ithelia von meinem Pfad eine Reflexion? Jede Wirklichkeit der vielen Pfade birgt eine Version einer jeden Wesenheit in sich, ob nun sterblich oder dädrisch. Sie alle unterscheiden sich auf irgendeine Weise voneinander, doch sie entspringen alle demselben Samen. Ich bin nicht anders. Sie und ich sind dieselbe, wenn auch verzerrt wie ein Bild in einem gesprungenen Spiegel. Mich interessiert ein anderes Thema. Die meisten Sterblichen zittern vor Angst in meiner Gegenwart oder verlangen die eine oder andere Gunst. Doch alles, wonach ihr sucht, ist Wissen? Interessant. Dann stellt eure Fragen, Pfadgängerin. Könnt ihr mir etwas über die Ithelia aus meiner Wirklichkeit erzählen? Ich schätze schon. Wenn sie die Kontrolle über ihre Macht verloren hat, braucht sie jemanden, um sie zu stabilisieren. Offenbar hat sie euch für diese Aufgabe auserkoren. Dann gilt, je mehr ihr wisst, desto besser. Helft mir, den Sinn der Lampe der Klarheit zu verstehen. Als Hermaeus Mora mein Schicksal bestimmte, scharte er andere Daedra-Fürsten um sich, die ihm helfen sollten, mich einzufangen. Azura erschuf dafür die Lampe der Klarheit. Ihr Licht offenbart meinen Ort auf einem Pfad. Oder, wie ihr gesehen habt, zeigt Durchgänge zu den vielen Pfaden. Warum würde mir das jetzt helfen? Ich bin so neugierig wie ihr. Vielleicht hilft es euch ja auch nicht wirklich, sondern nur scheinbar. Azuras Essenz hat möglicherweise ihre eigenen Ziele und ihr sollt nur dafür sorgen, dass diese erreicht werden. Ich hoffe, dass ihr auf eurer Reise eure Antwort finden werdet. Könnt ihr mir mehr über den Waisentraum erzählen? Die vielen Pfade verbinden alle Ithelias aller Wirklichkeiten.
Dieses Band kann mit der Zeit schwächer werden, was einer Itelia Qualen bereitet. Zur erneuten Stärkung haben wir ein Mittel namens Waisentraum entwickelt. Es erscheint als Getränk, das man einnehmen muss, aber das ist nur eine Illusion. Was meint ihr damit? Die Zutaten wachsen im Schatten einer Itelia. Sie entstehen aus unserer Essenz. Jede von uns erzeugt nur eine Zutat. Wenn man die Zutaten mischt, verschmelzen die Essenzen vieler Itelias. Beim Trinken nehmen wir die Macht unserer Reflexionen in uns auf. Wie hilft dies der Itelia aus meiner Realität? Wenn sie den Waisentraum trinkt, nimmt sie die kombinierten Essenzen ihrer Reflexionen in sich auf. Sie erhält deren Verständnis ihrer Macht. Eure Itelia wird erneut mit den vielen Pfaden verbunden und erhält die Kontrolle über ihre Macht zurück. Warum sollte eine Itelia die Kontrolle über ihre Kräfte verlieren? Vielleicht eine ausgedehnte Trennung von den vielen Pfaden. Oder ja. Jetzt verstehe ich. Eure Itelia erlitt Moras Bestrafung bereits. Ihre Macht wurde ihr entrissen, als sie eingekerkert war. Sie muss den Sturm beruhigen. Ihre Macht versucht, zu ihr zurückzukehren. Mich interessiert ein anderes Thema. Die meisten Sterblichen zittern vor Angst in meiner Gegenwart oder verlangen die eine oder andere Gunst. Doch alles, wonach ihr sucht, ist Wissen? Interessant. Dann stellt eure Fragen, Pfadgängerin. Warum betrachtet Hermeus Mora euch als Bedrohung? Der Fürst des Schicksals sieht einen nahenden Kataklysmus vorher. Ich nutzte meine Fähigkeit, die vielen Pfade zu manipulieren, um eine Katastrophe abzuwenden. Doch nun sieht Mora meine Bemühungen als den Auftakt zu etwas noch Schrecklicherem. Er hat das Gefühl, mich einsperren zu müssen. Und ich stimme ihm zu. Aber das klingt alles doch sehr danach, dass sie halt eben, ja, extremst auf der guten Seite ist, aber vielleicht etwas Negatives entstanden ist. Warum würdet ihr euch bereit erklären, für etwas eingesperrt zu werden, das ihr noch nicht getan habt? Fürchtet euch nicht, Sterbliche. Ich habe einen Plan. Meine Sprosse werden mich eines Tages befreien, nachdem ich ausreichend Zeit hatte, um mir zu überlegen, wie ich die Katastrophe abwende, die Mora vorhersieht. Okay. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt dafür hassen, aber ich finde sie so unheimlich schön. Und nebenbei bemerkt, ich würde so gerne ihr Kostüm haben. Bin ich ganz ehrlich, dass ich mal eben einen Screenshot machen musste. Also nicht wegen dem Kostüm, sondern ich finde sie einfach klasse so als Figur. Ich finde das total cool. Ich hätte auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass mir das so viel Spaß machen würde, jetzt hier diese Geschichte. Da hinten. Noch eine Itelia. So mächtig und stolz. Sammelt die Zutat und dann gehen wir zurück, Sterbliche. Hier. Ich biete euch einen Pfad nach Hause. Nehmt ihn mit meinem Segen. Oh, vielen Dank. Sie erinnert mich aber tatsächlich so ein bisschen an Meridia. Benutzt die Lampe, spricht mit Itelia. Ein neuer Pfad. Benutzt die Lampe, Sterbliche. Optionale Schritte, dann reden wir erst mit ihr. So viel von dem Pfad, den wir gerade beschritten, war mir vertraut. Der Schrein, meine Sprosse. Ich erinnere mich nun, wie Hermeus, Mora und die anderen eintrafen. Wie sie mir meine Macht nahmen, wie sie mich wegsperrten. Ich hatte auch einen Plan, doch ich erinnere mich nicht, einfach so aufgegeben zu haben. Wenn ihr nicht aufgegeben habt, was habt ihr dann getan? Ich schickte Torvesaat und die anderen Sprosse fort. Sie mussten verborgen bleiben, um frei handeln zu können, sobald die Zeit gekommen war. Der Rest ist immer noch unklar. Wir haben auf diesem Pfad viel über die Lampe der Klarheit und den Waisentraum erfahren. Was hat eure Reflexion gleich nochmal über die Lampe der Klarheit gesagt? Sie wurde erschaffen von der Daedra-Fürstin Azura. Sie stellte das Relikt her, um mich zu finden. Eine meiner Kräfte ist es, dem Blick anderer Fürsten zu entgehen, aber sie haben einen Weg gefunden, das zu umgehen. Die Lampe enthält einen Funken von Azura, der uns diese Pfade zeigt. Warum auch immer.
Was hat sie über den Waisentraum gesagt? Die Zutaten für das Getränk wachsen im Schatten aller Itelias. Das Getränk verschmilzt unsere Essenzen und verbindet uns. Auf jedem Pfad findet man eine andere Zutat. Deshalb begehre ich wohl eines. Ich muss wieder eine Verbindung mit den anderen Itelias herstellen, um meine Macht zurückzuerlangen. Okay, ich bin bereit, den nächsten Pfad zu betreten. Ich ebenso. Hoffentlich erfahren wir auf unseren Reisen mehr. Der letzte Pfad war informativ, aber ich fühle mich noch immer überwältigt. Ich kann mich kein Deut besser kontrollieren als zuvor. Gehen wir weiter, Sterbliche. Tretet hindurch. Sehen wir, wohin dieser Pfad uns bringt. Ich sehe nichts. Grauen erfüllt diesen Pfad. Sucht die Zutat, aber seid vorsichtig. Wir sind hier nicht willkommen. Ich sehe es. Komm, Funke, du kannst gerne mit jemandem spielen, wenn du möchtest, aber ich muss mich um unser Ziel kümmern. Das war eine schnelle Reaktion gerade. Ich habe vorhin schon geheilt. Sie dient mir stets gut. Irgendwas mit die Saat dient hier. Sieht aber sehr schön aus. Diese Regale waren in unserer Wirklichkeit voll. Nicht geplündert wie hier. Ja. Dieser Schrein scheint alt. Verfallen. Was ist hier geschehen? Das werden wir rausfinden müssen. Sind Moras Truppen endlich gekommen? Dann bin ich am Ende. Haut ab, ich muss mit der wahren oder nicht wahren Itelia sprechen. Hinfort mit euch. Sterbliche Spiegelplasmas. Können wir oder kommt da noch was? Ich glaube, wir können. Nein, ihr gehört nicht hierher. Doch eine Reflexion der Fürsten der Pfade reist mit euch. Seid ihr gekommen, um euch an meiner Niederlage zu ergötzen? Um zu sehen, wie Hermaeus Mora mich einsperrt? Wie beschämend, dass ich eine höhnische Zuschauerschaft anlocke. Dann ergötzt euch eben. Wir sind nicht hier, um uns zu ergötzen. Ich brauche einen Waisentraum, damit die Itelia meiner Wirklichkeit ihre Macht beherrschen kann. Natürlich hat sie die Kontrolle über ihre Kräfte verloren. Alle Itelias sind anfällige Geschöpfe. Sie zerbrechen unter dem geringsten Druck. Genau wie Glas. Wie seid ihr hierher gekommen, wenn meine Reflexion ihre Macht nicht beherrschen kann? Wie seid ihr auf den vielen Pfaden gewandelt? Diese Lampe der Klarheit öffnete den Weg. Sie führt uns zu den Zutaten des Waisentraums. Meine Scherbensaat sollte euch ausweiden. Ob ihr es nun beabsichtigt habt oder nicht, beschämt mich dies umso mehr. Ein Gegenstand, der meinen Niedergang brachte und den eine frei umherstreifende Reflexion mit sich führt. Wenn ihr denn dann geht, ich habe Horchfrucht. Eine der Zutaten für Waisentraum. Nehmt sie und verschwindet. Ich hole die Horchfrucht. Azuras Lampe ist Itelia nicht wohlgesonnen, Pfadgängerin. All die Relikte wirken daran mit, uns zu unterjochen. Wenn sie hilft, einen Waisentraum zu schaffen, dann nicht deswegen, um meine Reflexion mit Macht zu erfüllen. Sei's drum. Mein Schicksal hier ist besiegelt. Was kümmert es mich? Nehmt eure Horchfrucht und geht. Eine andere Reflexion von Itelia fügte sich in ihre Niederlage. Ihr scheint das nicht so gut zu verkraften. Mich fügen? Alles, was mich ausmacht, wird bald aus der Wirklichkeit verschwinden. Wie könnte ich mich denn mit meiner Auslöschung arrangieren? Nein, ich empfinde Schrecken, Feindseligkeit, Zorn und vollkommene Scham ob meiner eigenen Schwäche. Was hat euch hierher geführt? Als mich die Kunde erreichte, was Hermaeus Mora mit mir vorhatte, brach ich zusammen. Meine Anhänger sind treu.
Doch der geballten Macht der anderen Fürsten konnten sie nicht die Stirn bieten. Das bisschen Widerstand, das sie zu leisten vermochten, war rasch niedergeschlagen. Ein weiteres Zeugnis meiner Schwäche. Wie geht es für euch und eure Anhänger nun weiter? Moras Armee hat den Schrein umzingelt und wird bald hereinströmen. Ich werde keine andere Wahl haben, als mich von ihnen einkerkern zu lassen. Meine Anhänger werden womöglich ebenfalls weggesperrt. Oder über das gesamte Reich des Vergessens verstreut. Es spielt keine Rolle mehr. Sollen sie kommen. Boah, die ist ja mal so richtig erbärmlich. Sowas mag ich gar nicht, weil man sollte nie aufgeben im Leben, egal was ist. Diese Reflexion scheint sich ihrem Schicksal ergeben zu haben. Ganz anders als die anderen. Ich sah, wie man ein Tor öffnet. Kehren wir in den Keller des Gasthauses zurück. Da. Was ist das denn für ein Teil? Das hätte ich auch gerne für mich fürs Housing. Das ist hier mal cool. Ich spüre, dies ist der letzte Pfad, der nach mir ruft. Setz die Lampe ein, Sterbliche. Wie zuvor weckt auch dieser Pfad Erinnerungen. Ich empfand dasselbe Grauen, bevor Hemeos Moras Truppen eintrafen. Doch ich brach nicht feige zusammen. Ich befahl meiner Scherbensaat, sich zu wehren, und sie gehorchte. Der Kampf, an den ich mich erinnere, war episch. Erinnert ihr euch an noch mehr über die Ereignisse, die zu eurer Gefangenschaft führten? Ich erinnere mich daran, wie die Armeen der anderen Fürsten gegen die Tore meines Schreins hämmern, wie meine treue Scherbensaat ihre Waffen bereit macht, an den Lärm einer unerbittlich geführten Schlacht. Ich erinnere mich, wie die Fürsten Gericht über mich halten. Danach ist nur Schwärze. Die letzte Ithelia behauptete, dass die Lampe der Klarheit euch nicht wirklich hilft. Sie hat recht. Ich sollte Azuras Lampe nicht vertrauen. Aber sie führte uns zu zwei Zutaten, die man für einen weisen Traum benötigt. Und nun haben wir Tirumgras und Horchfrucht. Noch eine, dann können wir das Getränk herstellen. Und dann kann ich die Kontrolle über meine Macht zurückerlangen. Ja, ist die Frage. Die Kontrolle zurückerlangen oder sie zerstören, wie die andere Erscheinung meinte. Ich bin bereit, den nächsten Pfad zu erkunden. Also ich bin ganz ehrlich, nach allem, was ich bisher gesehen und gehört habe von ihr, hoffe ich, dass sie die Macht zurückerhält. Tretet wieder auf die vielen Pfade, Sterbliche. Hier sind wieder Gegner, oder? Das sieht mal so aus. Entfesselte Wut erfüllt diese Gänge. Wir sind in ein Kriegsgebiet gekommen. Findet die letzte Zutat, aber seid vorsichtig. Ja, ja. Wie immer. Die Wirklichkeit dieses Pfads ist zerbrechlich. Sie könnte zerspringen. Rasch! Ich eile, ich fliege. Ich weiß schon, warum ich immer durchlaufe. Jetzt schieß doch nicht ständig auf mich. Ich erinnere mich, dass dieser Pfad voller Licht und Freude war. Guten Tag. Das ist nicht mehr dieser Ort. Nee, der Ort ist wirklich nicht mehr so von Licht und Freude überfüllt. Hermeus Mora verschlingt diese Schreien. Seine Antwort auf. Oh. Sorry. Nein, ihr dürft diese Reflexion nicht näher heranbringen. Sprecht mit mir und ich erkläre es. Ja, Moment, ich muss mal kurz die Leute hier abwehren. Kommt da noch was oder können wir eben sprechen? Funke, du hältst Wache, ja? Eure Ithelia, spürt sie es nicht? Die Ithelia dieses Pfads. Meine Fürstin hat sich selbst verloren. Sie wurde jenes Ungeheuer, das Hermeus Mora vorhersah. Wenn sie die Kontrolle nicht zurückerlangen kann, ist diese Wirklichkeit am Ende. Warum schreitet eine Sterbliche an Ithelias Seite? Ich muss einen Waisentraum zubereiten, damit meine Ithelia ihre Kraft beherrschen kann. Dann hoffe ich, dass euch gelingt, woran ich scheiterte. Ich versuchte, meine Fürstin zu besänftigen, doch sie schlug mit vollem Zorn gegen Moras Truppen los. Je mehr sie kämpfte,
desto mehr verlor sie sich. Vielleicht besteht für euch noch Hoffnung. Wie kann ich helfen? Die Lampe der Klarheit führte uns zu zwei Zutaten. Ich glaube, die letzte Zutat ist hier. Warum sollte... Oh, ich verstehe. Azuras Lampe will eure Wirklichkeit bewahren. Indem man eurer Itelia hilft, die Kontrolle zurückzuerlangen, kann sie wieder sicher weggesperrt werden. Die Zutat, die ihr braucht, ist ganz in der Nähe. Lautenbeeren. Beeilt euch und nehmt sie, bevor es zu spät ist. Hab Dank. Flieht, solange ihr könnt, Sterbliche. Oh. Rettet euer Leben. Doch erübrigt bitte wenigstens einen kurzen Gedanken für diesen untergehenden Pfad. Falls ihr überlebt. Ich vermute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich schlage vor, ihr nehmt die Lautenbeeren und lauft. Viel Glück. Dir auch. Was meintet ihr damit, dass eure Itelia zu jenem Ungeheuer wurde, das Hermeus Mora vorhersah? Itelia ist die Schicksalsformerin, die Entflechterin. Sie hat eine Macht wie kein anderer Daedra-Fürst. Die Macht, die Existenz selbst einem Wandel zu unterwerfen. Mora vermutete schon lange, dass Itelia gefährlich war. Doch wenn sie voll unbeherrschbarem Zorn ist, dann zerfasert die Wirklichkeit selbst um sie herum. Was geschieht dann? Das Unvorstellbare. Könnt ihr erfassen, was geschieht, wenn die Wirklichkeit zerfetzt wird wie ein Stück Pergament von den Krallen einer Säbelzahnkatze? Nichts bleibt mehr, wenn die Existenz aufhört zu sein. Explodiert jetzt hier alles? Hinten rechts, mal schauen. Verdammt sein, seine Augen! Jedes einzelne! Lalalala. Alter, ich glaube, die ist sauer. Kehrt in den Keller zurück. Also, die müssen wir erstmal. Nee, die müssen wir wahrscheinlich doch erstmal schicken. Müssen wir nicht. Okay. Da seid ihr ja. Kommt her, mir ist etwas wegen des Waisentraums eingefallen. Okay. Habt ihr euch dort unten verlaufen? Ja, das passiert mir manchmal auch. Diese Frau ist wieder oben und sitzt am Feuer. Daher habe ich nach euch gesucht. Ich glaube, ich weiß, wie man einen Waisentraum mischt, selbst wenn wir nicht die richtigen Zutaten haben. Wir müssen gar nicht improvisieren. Ich habe die richtigen Zutaten gleich hier. Was? Ihr habt sie? Nun, das macht die Dinge einfacher. Ich bin mir nicht sicher, woher ihr Zutaten habt, die gar nicht mehr existieren. Doch ein guter Gastwirt weiß, wann er keine Fragen stellen sollte. Könnt ihr mir helfen, das Getränk zuzubereiten? Ich lese aus dem Rezeptbuch vor und ihr erledigt den Rest. Oh ja, dürfen wir jetzt diesen Apparat benutzen? Was soll ich tun? Ich habe meinen alchemistischen Ofen in den besten experimentellen Getränkezubereiter in ganz Tamriel verwandelt. Ihr dürft ihn als allererstes ausprobieren. Für jede Zutat müssen wir genau die richtige Temperatur finden. Ich verlange nach mehr oder weniger Hitze und ihr dreht das entsprechende Ventil. Also wie in der Schmiede. Okay, in Ordnung. Stellen wir also einen Waisentraum her. Platziert zuerst das Tierumgras im Apparat. Mach ich. Das ist so cool. Setzt langsam Hitze ein, um es zu dämpfen. Ja, und nun? Ich dachte, das war jetzt schon die Hitze. Ventil? Was haben wir denn hier? Funke, geh doch mal zur Seite. Ventil schließen. Ventil öffnen. Noch mehr Hitze. Noch mehr? Zu heiß. Verringert die Hitze. Das sieht gut gedämpft aus. Platziert als nächstes die Horchfrucht im Apparat. Setzt Hitze ein, um die Horchfrucht zu verflüssigen, aber nicht zu viel. Ja, ich kann nichts auswählen. Nee, nicht schließen. Öffnen, da.
Es muss heißer sein. Noch heißer? Hallo, Barkeeper, sagt mir was. Ihr verbrennt die Frucht. Weniger Hitze. Ach, die Horchfrucht scheint gut reduziert zu sein. Nun gebt Lautenbeeren in den Apparat. Kühlt die Lautenbeeren, ohne dass sie gefrieren. Ich denke mal, wir müssen wieder öffnen. Es muss kälter sein. Das wird zu kalt. Friert sie nicht ein. Perfekt gekühlt. Jetzt mischen wir den Trunk. Zwei Teile gedämpftes Tirumgras und Horchfrucht für je einen Teil gekühlte Lautenbeeren. Okay, gehen wir mal aus dem Weg hier. Horchfrucht? Moment. Ah, Mist. Er hat gesagt, zwei Teile gedämpftes Gras, oder? Schale mit gemischten... Oh ne, jetzt sag mir nicht, ich muss das wieder von vorne machen. Da hat man einmal nicht zugehört. Meint er jetzt zwei Teile von jedem? Oder wie meinte er das jetzt? Hallo? Was soll ich jetzt machen? Ich drücke einfach überall nochmal drauf. Da müssen wir wahrscheinlich gleich von vorne anfangen. Ach, kann dieser Idiot hier mal weggehen? Ich sehe nichts. Das ist genau die nötige Menge an Lautenbeeren. Das ist gut. An Lautenbeeren. Und wie viel jetzt von den anderen? Das ist die ideale Menge Tirumgras. Gebt nicht mehr hinzu. Ja, und Horchfrucht? Sieht aus wie ein perfekt gemischter Weisentraum. Gieß den fertigen Trunk in diese Karaffe. Also drei Teile von den anderen, glaube ich, war es. Nehmt den Trunk und sprecht mit dieser seltsamen Frau. Ich treffe euch oben. Okay. Gut. Kommen wir hier durch. Telia, wo bist du? Sie saß doch hier irgendwo. Weisentraum. Habt ihr ihn? Ja. Erinnere dich oder vernichte die Welt. Es ist jetzt deine Aufgabe und deine Entscheidung. Endlich legt sich der Sturm und ich sehe die vielen Pfade wieder deutlich. Ich kann eine Wirklichkeit von der anderen unterscheiden und mein Geist ist klar. Ich bin wieder ich selbst. Ich bin Itelia, Fürstin der Pfade und Herrin der unbereisten Straße. Was dann erzwungenermaßen bedeuten würde, dass die erste Version recht hatte. Was ist mit den Echos und den anderen seltsamen Sachen rund um das Gasthaus? Ich stelle die Dinge wieder richtig. Den Echos, die ich von ganz verschiedenen Pfaden herbeizerrte, steht es frei, auf ihre eigenen Ebenen zurückzukehren. Und gestattet mir, die Schicksalsfäden zu entwirren und diese Wirklichkeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich danke euch, Pfadgängerin. Und ich bin neidisch auf euch. Ihr seid neidisch auf mich? Wir erfuhren, dass jede Itelia gefährlich ist. Eine gebrochene Kreatur, die als Beute einer Jagd endet. Wir können nicht ändern, wer wir sind. Aber Sterbliche, ihr wählt eure eigenen Pfade. Ihr braucht die Kräfte von Daedra Fürsten nicht, um euer Schicksal zu ändern. Darum beneide ich euch. Lebt wohl, Pfadgängerin. Itelia, wartet!
wollte gerade sagen, ich soll mit Leramil sprechen, aber die ist gar nicht da. Aber ich erinnere mich daran, dass sie vorne vor dem, ja, vor dieser Barriere gewartet hat. Der Schmerz ist weg und die Fäden des Schicksals sind entwirrt. Was ist dort drin geschehen, Entsandte? Ich spüre, wie sich ein Knoten in den Schicksalsfäden gelöst hat, Entsandte. Diese Bedrohung unserer Wirklichkeit ist vorbei. Sollte ich davon ausgehen, dass ihr dafür verantwortlich seid? Erzählt mir, was im ausgestoßenen Gasthaus geschehen ist. Ithelia war hier und ihre Macht war außer Kontrolle. Ich benutzte die Lampe der Klarheit, um die Sache richtig zu stellen. Falls es die Wirklichkeit gerettet hat, Ithelia zu helfen, dann habt ihr die richtige Wahl getroffen. Doch die Lampe der Klarheit ist ein mächtiges Relikt. Ich bin froh, dass ihr sie gefunden habt. Ich würde die Lampe gern in Beragons Stadthaus mitnehmen, um sie näher zu untersuchen. Dürfte ich sie haben? Ihr könnt die Lampe der Klarheit haben. Ich sagte zwar voraus, dass die verschlungenen Fäden des Schicksals etwas mit Ithelias Befreiung zu tun haben. Doch wie hätte ich wissen sollen, dass sie die unmittelbare Auslöserin ist? Ihr habt dem Wissenden bei diesen Bemühungen gut gedient. Hier ist die versprochene Belohnung. Wir erhalten einen erfüllten Froststab vom Set Symmetrie der Auen. Ich muss mit Hermeus Mora Verbindung aufnehmen und ihn darüber in Kenntnis setzen, dass Ithelia zumindest einen Teil ihrer Macht zurückerlangt hat. Nehmt es nicht allzu schwer. Es hat viele Leben gerettet, ihr zu helfen. Es war die richtige Entscheidung. Was werdet ihr mit der Lampe der Klarheit tun? Sie nach Skingrad bringen, um sie zu untersuchen. Azuras Lampe wurde entworfen, um Ithelia und ihre Schergen zu jagen. Zu erfahren, wie man sie am besten einsetzt, muss meine nächste Priorität sein. Bitte sucht mich dort auf, wenn ihr könnt. Die Schicksalserwählte hat noch viel zu tun. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Und genau aus diesem Grund würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge bei Beragon im Stadthaus wiedersehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.